Ohne Segelschiff, aber mit jeder Menge Mitbringsel aus der ganzen Welt begegnet uns der Gangerl hier an der Isar. Unter anderem dieses Gebiss eines Tigerhais oder eine Maske aus Ruanda. Was ich hier in der Hand habe, ist also das Wichtigste. Es gibt bloß einmal auf der Erde. Und vom Sir William Vamp seine Häuptlingswürde hat er mal runtergeholt und hat mir sie geschenkt, weil ich ihm eine deutsche Fahne geschenkt habe. Auf dem Weg von Australien in die Antarktis kommt der Gangerl vor Neukaledonien in den Jahrhundertsturm Polly. Der Abenteurer gurtet sich an die Koje. Nee, da war ich also auf der Koje gelegen und man döst so dahin und dann ist das Schiff wieder mit dem Mast unter Wasser und mich schleudert es über den Tisch in das Rüsteisen. Nee, das Rüsteisen, wo der Hauptwand dran hängt, also das Stahlseil. Und dann bin ich mit den Rippen da drauf geflogen und habe mir drei Rippen gebrochen und war also richtig dann so schmerzhaft und war also dann total kampfunfähig und habe mich auf der Koje angeschnallt und habe also darauf gewartet, dass es zu Ende geht. Begegnungen mit Urvölkern, bei denen der Gangerl oft wohnt und lebt. Und geht manchmal auch natürlich schief. Wie in Papua-Neuguinea habe ich also einen Blödsinn gemacht bei einem Sing-Sing-Fest, habe ich mitgetanzt und dann habe ich mir einen kleinen Jungen auf die Schulter gesetzt, der hat zu schreien angefangen. Die Mutter, alle sind auf mich hergestellt, weil sie gemeint haben, ich habe jetzt dem Buben was Böses angetan, habe den verhext oder was weiß ich. Gangerls Leidenschaft ist das Tauchen. Weit über 6000 Tauchgänge hat er hinter sich. Er füttert Moränen mit dem Mund oder steht mit Haien Auge in Auge. In 35 Metern Tiefe kommt es zur Geduldsprobe, denn wenn der Tigerhai kommt, heißt es Ruhe bewahren. Weil er so nahe an mir ran und ich war an der Felswand, an der Korallenwand gehangen und der hat mich also so lange patrouilliert, immer hin und her und ich habe mich nicht bewegt, bis ich in meine Dekozeit gekommen ist und dann habe ich also Schwierigkeiten gehabt, war also dann einige Monate lang erkrankt an Benz, das sind Stickstoffblasen in die Gelenke und das ist also durch den Tigerhai, weil ich nervös war. Wenn ich nicht so nervös gewesen wäre, wäre er weitergeschwommen. Also cool bleiben. Mit dem Rucksack von Kapstadt Horm nach Bayern. 2 Jahre lang durchquert Gangerl Afrika. Ohne Ziel fehlt die Motivation, die Kraft für die Abenteuer gibt, die er durchlebt und im Buch Der Paradiesjäger weitergibt, um sich zu finanzieren.